Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Die Siedler 5, das Erbe der Könige, den Legenden. Nachdem wir in der letzten Aufnahme im Nebelreich die Karte der Wikinger abgeschlossen haben und die Wikinger komplett verprügelt haben, widmen wir uns nun in dieser Aufnahme einer Map, die von Silver, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, Lang vorgeschlagen wurde. Und zwar nennt sich die Map Pilgrims Rache, erstellt von Kalle und als sehr schwer eingestuft. Deswegen können wir auf jeden Fall gespannt sein. Ich gehe davon aus, dass die Map aus diesem Grund vorgeschlagen wurde, weil irgendjemand mich leiden sehen möchte. Finden wir es einfach heraus, denn Pilgrims Ehre wurde von Kerberos beschädigt. Das geht natürlich nicht. Hilf ihm und rette seine Frau, seinen Schnaps und vertreibe alle Gegner. Garantiert. Aber pass auf, die Gegner werden sich fürchterlich wehren. Ah, das ist ein Versprechen, glaube ich. Es ist eine kräftig kampflastige Map. Über einen Kommentar zu der Map erfreut sich garantiert der Kalle und er wünscht uns viel Spaß und Erfolg. Und das war im März 2014. Alles klar, der Link ist in der Videobeschreibung und wir stürzen uns rein und beten, dass alles gut funktioniert. Das ist übrigens der zweite Anlauf, den ich jetzt gerade starte, weil beim ersten Anlauf stellte ich eine Sache fest. Die Dialogfenster sind ein bisschen schneller durchgestürmt, als ich gerne gehabt hätte. Deswegen werde ich dieses Mal fürs Vorlesen die Pause-Taste drücken. Karte starten. Ich halte jetzt meinen Finger über der Pause-Taste, damit nichts nach hinten losgeht. Fantastisch! Plötzlich sehe ich das ganze Rätsel des Lebens klar vor mir. Es ist so einfach, dass ich in einem einzigen, kurzen Satz zusammenfassen kann. Ich, du, Dada, Schnatzka, Bobolik. Macht Sinn. Aufstehen! Pilgrim, aufstehen! Es ist an der Zeit, nach Hause zu gehen. Wir haben ohnehin keinen Tropfen mehr im Haus. Was? Zum Glück ist mir da... Wie liegt ihr da? Zum Glück ist mir gleich viel besser, denn ich habe von Natur aus gelernt und wie die Eichhörnchen mir ein Vorrat angelegt. Ich muss gleich noch nach Hause. Überspringen. Irgendwie funktioniert der Escape das ohnehin nicht, wenn ich irgendwas machen wollen würde. Ja? Verängstigter Leibeigner, im Wirtshaus. Ländliche Bewohner sind rot, jawohl. Unsere Verbündeten. Alles klar. Gut. Das ist unser Landsitz. Kerberos war hier und hat eine Feste leer gemacht. Außerdem hat deine Frau Helga gewaltsam mitgenommen. So ein Saukerl! Wenigstens wird Helga ihm das Leben schwer machen. Ich werde mich wohl aufmachen müssen und sie nach Hause holen. Sie soll ihm die Rezepte für deinen Schnaps verraten und deine Verstecke, weil er deine Schnapsvorräte vernichten will. Na, dem will ich mal zeigen, wo der Hammer hängt. Meinen leckeren Schnaps. Mein Dressing für meinen Kopfsalat. Das geht ja nicht. Aber Vorsicht, er hat alle in der Gegend gegen dich aufgebracht. Sie alle werden deine Häuser verwüsten, wenn sie können. Schütze deine Häuser. Viel Glück wünsche ich dir. Tolle Nummer. Jawohl. Gut, Aufträge haben wir gerade nicht so ganz. Wenn ihr meint, ein neuer Auftrag. Das Hauptquartier oder der Land. Ihr habt das Spiel verloren, wenn das Hauptquartier oder der Landsitz besiegt wurden. Oh. Können wir natürlich nicht zulassen. Fangen wir gleich an, eine leibeigene Orgie aufzubauen. Betrachtet die Sache als erledigt. So, hallo, Gruppe 0. Gruppe 0, Hochschule. Erste Aktion, Hochschule. Ganz klar. Hier neben die. Die Hochschule hier besser aufgehoben oder hier? Ich würde sagen, hier ist es wirklich prädestiniert dafür. Hier wäre aber auch gut für die Kathedrale. Die wäre aber auch gut hier. Ach komm, die Hochschule kommt hier hin. Ihr seid Gruppe 9. Gruppe 9 baut uns einen Lehmschacht.
ihr baut uns hier einen Bauernhof hin. Ihr baut uns dort einen Bauernhof hin. Ihr baut uns hier schon mal unser erstes Wohnhaus hin. Ihr baut uns hier schon mal das nächste Wohnhaus hin. Hier so. Hier kommt man die Kathedrale hin, sobald es soweit ist. Ihr baut unser zweites Wohnhaus nach dahin, drittes Wohnhaus nach dahin. So schnell geht das. Wir werden direkt erstmal anfangen, uns richtig schön einzuschanzen. Ihr seid zusammen Gruppe 8. Ihr erforscht die Konstruktion. Gruppe 8, wir müssen irgendwo Holz hacken. Die Frage ist, wo kann man gut Holz hacken, wo es gut aussähe? Oder nicht, wo es nicht schrecklich aussähe, sagen wir es einfach mal so. Hier, hier, jawohl, hier. Ich bin immer noch unser Ästhetik. Kommt ja nicht auf die Idee, da. Unendliche Holzhäufchen. Ich mag es, wenn Map-Entwickler unendliche Holzhäufchen oder große Holzhaufen da hinsetzen. Das ist ästhetisch viel ansprechender, wenn wir einfach auf so einen Holzhaufen anhacken, als dass wir die ganzen Wälder wegroden. So, das nächste, was wir bauen müssen, ist das Sägewerk. Haben wir dafür genügend Plätze? Nein, haben wir nicht. Wir müssen also noch einen weiteren Bauernhof bauen, den wir dann vermutlich für diesen Steinbruch einsetzen werden am besten. Und hier können wir ein drittes Wohnhaus hinsetzen. Drittes in dieser Reihe. Gruppe 0 setzt uns dann hier einen Bauernhof rein. Und dann eine Mine. So. Quick Save. Bevor irgendwas auseinanderbricht. Und wir machen unsere ominöse Uhr an. Und labern den Bauern kurz mal an. Ist sehr viel los heute. Vorhin hat Skerberus sich mit einer Blondine und reichlich Fässern beladen. Hier wurden einige Räuber postiert, die euch im Vorwärtskommen hindern sollten. Und über den Fluss kommen wir auch nicht leicht, denn überlaufen dort Feinde, die sofort auf euch einstürmen werden, sobald ihr eine Brücke gebaut habt. Es bleibt euch überlassen, welchen Weg und wo ihr über den Fluss gehen wollt, aber bereitet euch sehr gut darauf vor, es wird sehr heftig. Viel Glück. Ja, vielen Dank für die Warnung. Räuber. Nächstes ist erstmal noch nichts. Jetzt, wo wir das nämlich haben, sollten wir anfangen, das Sägewerk zu bauen. Das perfekt hier aufgehoben wäre, oder? Ne, hier wollen wir, glaube ich, eher unseren Schießplatz stehen haben. Und hier wird vermutlich unser Veredelungsviertel irgendwie entstehen. Das Sägewerk wäre hier sehr gut. Nennen diese Holzhäufchen. Dann geht es doch ganz genau dahin. Und da ihr näher dran seid, geht nach dahin. So, 4, 2, 2, pass. Wir haben genügend Plätze für das Sägewerk. Jetzt können wir als nächstes die Bildung erforschen. Zuerst alles machen, was hilft, was aber hilft, Kohlen zu kassieren. Und Pilgern kann sich noch ein bisschen das Land ansehen. Alles klar. Wir schauen noch ein bisschen, ob wir irgendwo ein paar Minen finden, die wir noch in Beschlag nehmen können. Und wir geben noch ein bisschen Geld für eine Gruppe 7 aus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
damit sie noch zusätzlich Leben verprügeln gehen. Eine neue Technologie ist erforscht. Hallo Gruppe 7. Ja. Da. Bildung ist erforscht. Perfekt, die Kathedrale wird hier hinpassen. Zuerst sollten wir aber, glaube ich, eine Ziegelhütte irgendwo errichten. Und zwar hier irgendwo. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Dafür müssen wir aber noch erstmal den nächsten Bauernhof bauen. Vielleicht wäre es wirklich klüger, zuerst die Kathedrale dann zu bauen. Hm. Oder weiter Kram zu sammeln. Und weitere Minen zu errichten. Natürlich. Gibt es zuerst mal, bevor wir irgendwelche Dummheit machen, irgendwelche Technologien, die wir nicht dürfen. Wir dürfen alles, alles klar? Ja. Ja, ist gut. Aber gern. Natürlich. Ist in Ordnung. Na gut, wenn's denn sein muss. Die nächste, ja, hier ist noch eine alternative Brücke, wie es aussieht. Na gut, nichts lieber als das. Sofort. Nichts lieber als das. Aber gern. Schauen wir uns mal den Auftrag an. Pilgrim ist nun richtig sauer. Helft ihm, vertreibt Kerberos und all seine Freunde. Es gibt keinerlei Beschränkungen mehr, sobald ihr eine Brücke gebaut habt. Es gibt Beschränkungen? Jede Taktik ist erlaubt und möglich, aber seid leise, denn sobald ihr einen Gegner angreift, wird dieser sich wehren. Auch wenn nur ein Arbeiter oder eine Mauer beschädigt, wird er euch den Krieg erklären. Oh. Siegbring vernichte alle Gegner, insbesondere Arbeiter und Soldaten. Ihr könnt ein Tribut bezahlen, um euch den verbleibenden Gegner anzeigen zu lassen. Ah. Das müssen wir gerade nicht machen. Natürlich. Sicher, das ist kein Problem. Nichts lieber als das. Wir bauen schon mal die Kapelle auf. Ja. Und dann können wir schon mal einen zum weiteren Bauernhof bauen. Ihre Steuern. Wo steht der denn ganz? Jetzt die Frage, wo kann man so einen Bauernhof jetzt ganz gut hinstellen? Wo er jetzt nicht komplett dämlich aussähe. Hier so, würde ich schon beinahe sagen. Ja. Und ein viertes Wohnhaus passt leider nicht mehr in die Riege rein. Schade. Ganz, das fände ich ganz rigoros. Dann muss Gruppe 9, Gruppe 0, das Wohnhaus noch dahin setzen. Sollte ich gar nicht hier sein. Und hier findet dann schon der erste Ausbau statt. Ich hab getan, was ihr wolltet. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belegen? Gruppe 0 baut über die Kathedrale, ihr baut das Wohnhaus jetzt. Können wir uns leisten, machen wir also. Geht momentan auch gar nicht so schlecht voran. Ist ausgebaut. Gut. Ja, ist gut. Ja, ist die Sache ist, sobald wir auch nur einen einzigen angreifen, bricht direkt die ganze Hölle los. Deswegen sollten wir vielleicht doch erstmal uns in Zurückhaltung üben und noch nicht in den Clinch mit den Banditen geraten. Fertig. Als nächstes sollten wir versuchen, uns in Richtung Fernglas zu arbeiten, damit wir uns ein bisschen umsehen können. Wir brauchen diese Taverne. Also müssten wir das jetzt erforschen.
Vielleicht wäre es aber erst einmal weiser, zuerst einmal die Ziegelhütte zu bauen. Wofür allerdings ohne noch einen ganzen Haufen Holz bräuchten, also schicken wir unsere beiden Gruppen noch zum Mithelfen, was Holzhack. Was Holzhacken angeht. Und ihr erforscht inzwischen die Mathematik. Das Gebäude ist ausgebaut. Wie ihr wünscht. Gut, gut. Wenn ihr meint, aber umsehen sollten wir uns dennoch. Denn meistens ist es ja immer so gewesen, dass wenn wir uns gut erkundet hatten, wenn wir das ganze Land gut erkundet hatten, dann waren wir eigentlich meistens in einer guten Situation. Gut. Ja, ist gut. Jawohl! Wie ihr wünscht. Ja, ist gut. Wenn ihr meint, wie ihr wünscht. Ja, gut. Ja. Wie ihr wünscht. Wenn ihr meint, betrachtet die Sache als erledigt. Jawohl! Wenn ihr meint, Zahltag. Ja, ist gut. Betrachtet die Sache als erledigt. Je mehr wir in der Zwischenzeit schon mal erkundet haben, desto weniger müssen wir dann erkunden, wenn wir den Kundschaft endlich haben. Ja, geschafft. Nächstes. Ja, jawohl, jawohl. Wenn ihr meint, jawohl. Ja, wenn ihr meint, wird gemacht. Nun, nun. Jawohl! Ja? Gerade ist eigentlich das meiste, was wir machen müssen, warten. Aber jetzt können wir bereits mal anfangen. Hier ein Lager. Ja, das wird die Lage verbessern vom Aussehen her. Wenn hier in der Mitte ein Lager steht, können wir daran die ganzen anderen Gebäude orientieren. Zum Beispiel können wir dann hier so wunderbar neben den Eingang des Lagers einen weiteren Bauernhof setzen. Daneben ließe sich wunderbar ein weiteres Wohnhaus hier platzieren. Oder hier. Ja, ja. Und hier ist dann ein idealer Punkt für eine Ziegelhütte. Na gut. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Als nächstes das Handelswesen. Die Taverne kommt dann eigentlich eher nach hier hin, würde ich schon fast sagen. Oder? Hier vor die Burg ging auch. Ja, ja. Bauen wir erstmal, was gebaut werden muss. Es ist Zeit. Ich würde die Taverne wirklich schon hier irgendwie in den Rand setzen. Fertig. Alternativ könnten wir diesen Bauernhof nach da unten hin verlegen und dann entlang dieser Straße unsere Militäranlagen errichten. Na, wird schon passen. Fertig, Meister. Ein Lehmarbeiter beginnt seine Arbeit. Dann würde ich sagen, setzen wir hier den Schießplatz nach hinten, hier so die Kaserne, hier so den Stall, wenn wir einen haben möchten. Ich habe gelesen, dass Kanonen vielleicht gar nicht so schlecht sein sollten auf die Map. Müsste ich auch mal schauen. Forschung abgeschlossen.
Ah, was soll's, die Taverne kommt nach dahin. Nein, ach, geht doch nicht. Als nächstes das Zahnrad. Damit wir ein Steinmetz bauen können und noch mehr veredeln. Gut, sobald das gebaut ist, können wir auch das Lager zum Marktplatz ausbauen. Ich glaube ja, dass hier eine Verletzung vorliegt. Was ist da jetzt schon wieder schief gelaufen? So. Jawohl! Aber Eisen haben wir noch nicht gefunden. Oder ein zweites Dorfzentrum. Ausbau abgeschlossen. Oder ein drittes. Ein drittes wäre auch nicht schlecht. Ich hab getan, was ihr wolltet. So, drei Plätze sind frei. Vier Plätze sind frei. Und hier sind noch mehr Plätze frei. Hier sind nochmal drei Plätze frei. Ausbau. Das nächste, was gebaut werden muss, ist ein Steinmetz. Ihr könnt schon mal Steine kloppen. Und ihr könnt hier... Du kannst ausgebildet werden. Wird gemacht. Ja, ist gut. Was hat mein Handy gerade schon davon sich gegeben? Wie ihr wünscht. Wo ist das Teil überhaupt? Handy? Ach, da hinten hängst du. Am anderen Ende der Welt. Handy sagt... Ach so, nichts. Ein Händler nimmt die Arbeit auf dem Marktplatz auf. Dinge gehen voran. Ja, gerne. Wir bilden zwei Kundschafter aus. Aber sicher doch. Ja. Aber sicher doch. So, was sehen wir? Schon mal ein großer Eisenhaufen. Schon mal eine gute Entwicklung. Schon mal ein Eisenschacht. Eine noch bessere Entwicklung.